Promi-Kanal einen schönen Tag noch. Abonnieren Sie den Kanal, um die Benachrichtigungsglocke einzuschalten und viele interessante Informationen zu erhalten. Sängerin Beatrice Egli wurde im Gespräch mit ihrem Ehemann Florian Silbereisen positiv auf Covid-19 getestet. Ja, gemäß den Informationen, die wir zuletzt aktualisiert haben, Beatrice Egli wurde positiv auf Covid-19 getestet. Warum hat Beatrice Egli Covid-19 bekommen? Das ist eine Frage, die Sie wirklich wissen wollen, oder? Wir verraten es Ihnen in Kürze in diesem Video. Die 40-jährige Beatrice Egli ist eine berühmte Künstlerin, inzwischen verheiratet und hat einen Mann, den 43-jährigen Florian Silbereisen. Aufgrund der komplizierten Seuchenlage hat Beatrice Egli ihre Arbeit eingeschränkt und ist oft zu Hause geblieben. Ihr Mann, Florian Silbereisen, ist beruflich oft weit weg und trifft viele Menschen. Und dann Florian Silbereisen positiv auf Covid-19 getestet. Beatrice Egli war schockiert, als sie diese Nachricht hörte. Sie machte sich sowohl Sorgen um ihren Mann als auch um sich selbst, jetzt, wo sie F1 ist. Beatrice Egli versteckte ihr F1 und sie ging nicht zum ärztlichen Attest. Finden Sie das Vorgehen von Beatrice Egli richtig oder nicht? Bitte hinterlassen Sie Ihre Gedanken im Kommentarbereich. Und dann, 2 bis 3 Tage später, fing Beatrice Egli an, sich seltsam zu verhalten. Beatrice Egli ist innerlich heiß, Husten, Fieber, das ist ein Zeichen für jemanden mit Covid-19, die Beatrice Egli meint, es sei wahrscheinlich nur unbeständiges Wetter. Wenn Beatrice Egli jetzt zum Arztbesuch geht, wird sie schnell und unkompliziert behandelt. Aber Beatrice Egli ging in die Drogerie und kaufte Medikamente gegen Husten und Fieber. Aber alles half nichts, es wurde schlimmer. Und dann, bis Beatrice Egli es nicht mehr aushielt, Atemnot, Kopfschmerzen, Müdigkeit, hohes Fieber. Sie hat eine ärztliche Erklärung abgegeben und bestätigt positiv für Covid-19. Ihr aktueller Zustand ist sehr kritisch, da sie zu lange ohne ärztliches Attest ausgekommen ist. Beatrice Egli wurde in die Notfallbehandlung gebracht. Und sie erkannte auch, dass es nicht gut ist, sich zu verstecken. Glücklicherweise war Beatrice Eglis Zustand nicht allzu kritisch und sie wurde geheilt. Beatrice Egli war sehr froh, dass ihre Krankheit geheilt wurde, aber auch traurig, dass sie sich selbst nicht frühzeitig gemeldet hat. Das Verstecken von Covid betrifft nicht nur sie selbst, sondern auch alle um sie herum. Das Verschweigen eines positiven Covid-19 kann zum Tod führen. Alle, bitte achten Sie in dieser sich schnell entwickelnden epidemischen Situation auf Ihre Gesundheit. Lassen Sie uns gemeinsam gegen Covid-19 kämpfen, indem Sie Masken tragen und sich häufig die Hände waschen, um sich und die Menschen um Sie herum zu schützen. Wir danken Ihnen allen, dass Sie uns in der vergangenen Zeit begleitet haben und werden laufend die neuesten und schnellsten Informationen für Sie aktualisieren. Ich wünsche Ihnen ein Jahr 2022 voller Freude und Gesundheit mit Ihren Lieben. Danke, wünsche dir ein neues Jahr voller Gesundheit und Erfolg in Beruf und Familie, liebe dich so sehr, bitte abonniere meinen Kanal.